Moin, meine lieben Leute und willkommen zurück zu Harry Potter. Lange ist her wieder, war wieder zu lange eigentlich, aber es kamen so viele andere Sachen dazwischen. So, wir machen direkt weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir haben den Testral gefüttert da oben, der ist weggeflattert. Und jetzt müssen wir versuchen, ja, hier irgendwie weiterzukommen. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwas machen kann. Also hier über den... Ich behaupte mal, dass wir einfach hier so rüber können wir wahrscheinlich nicht kommen. Gibt es einen anderen Weg noch? Gehen wir links. Guck mal hier. Ja, ein Test haben wir gefüttert und drei sind noch übrig. Wir kommen ja nicht über den Fluss rüber. Was tun wir denn da? Was tun wir denn da? Gab es hier oben noch irgendwas, was wir machen konnten? Oder? Wir bringen uns auch nichts. Hm. So eine Pflanze, vielleicht können wir da was mal machen mit. Da ist noch jemand drin. Lass mal gucken, ob wir einen Lumos noch haben. Ja, haben wir jemals jemanden befreit? Ist ja auch was. Das bringt uns allerdings nichts, denn wir müssen die Atiestrale finden. Wie bloß, wie kommen wir über den Fluss rüber, ist die Frage. Schauen wir nochmal runter. Achso. Gibt es hier oben nicht doch irgendwie einen Weg? Also es ist ja schon wie bei der Sprung, da können wir wahrscheinlich nicht rüberspringen. Was haben wir noch alles da? Expecto Patronum brauchen wir wahrscheinlich nicht. Lumos auch unsichtbar, bringt das alles nichts. Okay. Hier im Wald halt das auch verdammt nochmal. Kann ich da rüber schaffen, nicht rüber zu springen? Ne? So nicht. Nee, das geht nicht. Okay, brauchen wir nicht probieren. Das macht keinen Sinn. Dann gucken wir, ob wir noch anderes finden hier. Luke? Was ist denn hier mit? Ja, komm nur. Ja, okay. Das ist aber nicht das, was wir brauchen. Jetzt haben wir zwar Lunas Gesicht freigeschaltet. Nützt uns aber nichts. Die Brücke, kann man die wieder mitnehmen? Da drüben bauen? Ne, kann man nicht. Das hätte ja noch sein können. Gab es hier noch einen anderen Weg? Ich glaube nicht, ne. Das heißt auch in diese Richtung geflogen. Vielleicht muss ich wieder zurücklaufen. Aber zurück gibt es hier gar nicht. Hä? Luna, kann Luna irgendwas Besonderes? Nee. Die kann auch nur das gleiche wie ich. Irgendwas drin im Sumpf, was man machen kann? Mit Lumos bringt das hier nichts, ne? Nee, das ist doch blöd. Kommen wir denn da weiter? Huch. Kann ich da raufspringen? Ach. Okay, das hätte man ja auch vorher wissen können. Die steht drauf. Und da kommt er. Okay. Einfach mal ein paar Sachen ausprobieren, bevor man hier dumm rumläuft. Ja. Ach, guck mal. Jetzt hat er das gleich festgemacht. Gut, gehen wir hier durch. Oh. Nein, widerliche Gartenzwerge hier. Oh, das war dumm. Warte nochmal. Sie hat es geschafft. Natürlich hat sie es geschafft. Aber ich nicht. Wie das halt, ne? Das ist irgendwie nervig hier im Wald. Muss ich zugeben.
Ach, guck mal, sie. Das kannst du kriegen. Hier, bitteschön. Das wäre der zweite Pestral. So, müssen wir den dritten noch finden. Ah, da geht's runter, okay. Hier geht's rüber auf jeden Fall. Aha, aha. Geht hier auch runter? Okay. Da komme ich gar nicht so hoch, ne? Oh. Oh, warte mal, können wir hier vielleicht machen? Genau. Und dann bauen wir uns eine kleine Brücke daraus. Vielen Dank, Mr. Potter. So, hier links. Hier rüber. Perfekt. Okay, da will wieder einen blauen Fisch haben. Den hat der Vogel oben. Jetzt aber. Und ein Klatscher. Ich dachte, klatscht ihn. Da. Perfekt. So. Und nochmal gefüttert hier. Ah, da freut er sich. Und flattert davon. Wie lustig. So, wir folgen dem Geist nochmal. Okay, wir haben Destrale freigeschaltet und einen goldenen Stein bekommen. Gar nicht mal so schlecht. So. Zu schwach. Das kann Ron vielleicht machen. Ron, bist du starker? Nee, auch nicht, okay. Na gut, dann lassen wir loslaufen. Wo ist der Geist hingelaufen? Wir laufen jetzt einfach hinterher. Ein kopfloser Nick. Okay, dann ist nur die Testrale gezeigt. Im Moment lernt man ja so das ganze Gebiet kennen. Ich denke mal, darum geht es erstmal. Lampmann machen hier. Yes. Da ist er. Hinterher. Also die Framerate ist ja so mal schnell, mal weniger schnell. Was ein bisschen was zu tun hat, wie viel auf einmal da los ist natürlich. Ärgert mich immer so ein bisschen. Das Problem ist, ich bin in letzter Zeit habe ich viel Xbox gespielt und viel PlayStation 5. Man hat immer die 60 Frames, ne? Und das kann die Switch einfach nicht mehr, ne? Das ist echt schade. Also man merkt den Unterschied leider sehr, sehr doll. Und das macht dann auch keinen Spaß mehr, das Spiel zu spielen, die so langsam sind. Also was heißt langsam, also so hakelig, ne? Sieht man als Normalsterblicher vielleicht gar nicht, wenn man vor die anderen Sachen gespielt hat. Und einerseits stört man sich auch nicht dran, aber ich störe mich schon dran. Stört mich zum Beispiel bei Super Mario Odyssey nicht, weil die auch eine höhere Framerate haben. Bei Zelda merke ich das schon. Ich habe es versucht nochmal nachzuspielen, aber das war mir zu dolle. So, aber es stört mich hier bei dem Spiel irgendwie auch nicht ganz so. Man merkt schon, aber man gewöhnt sich auch wieder relativ schnell dran. Tut dem Ganzen ja keinen Abbruch, solange die Story passt und es ein bisschen unterhaltsam ist. Wo will er das hinbringen? Oh, da ist Umbridge. Ah, die eklige Umbridge. Oh, nächster Klassenunterricht? Nee, doch. Ich denke mal, es ist die nächste Klasse, beziehungsweise die nächste Stunde. Oh, ist noch Schluck Wasser hier. Da. Nee, doch nicht. Das war der Gemeinschaftsraum. Oh, Hermine. Oh, der hält sich mit seinem Onkel. Guck mal, ich verstehe das nicht. Warum stehen Katzen auf Voldemort? Hier, Dumbledore weiß es. Was immer das zu bedeuten hat. Hogsmeade. Cool. Das ist doch schön.
Bin dumm. Natürlich bin ich ein Eiswürfel und sterbe dann. Okay. Dann bauen wir uns hier irgendwas. Bestimmt auch, so können leuchtende Flecken auf dem Boden ausgraben. Oh, welches Haus hier habe ich denn? Hier? Macht nicht so viel Sinn. Mal gucken bei den anderen. Vielleicht kann Krummbein da ein bisschen buddeln? Was ist mit Ron? Was hat er denn für ein Haus hier? Achso. Wären wir noch dabei? Harry Winter. Wir haben noch 4 Figuren da oben. Okay, also. Hey. Ah, da. Was soll das? Okay, da haben wir eine Kugel. Auf die Kugel raufbringen? Natürlich nicht. Natürlich kann man da nicht raufspringen. Wie dumm war denn das? Okay, man kann hier nicht schwimmen. Man kann auch nicht rüber. Hier muss was drunter sein. Da liegt ja eine Figur unter. Da muss doch Hermines Haus hier, muss es doch können. Da, er braucht seinen Zauberstab, den hat Harry. Bitteschön. Dankeschön. Yeah! Da freut er sich. Was macht er jetzt für uns? Er kann das, okay. Ich kann das hier. Perfekt. So schnell bastelt man an der Brücke. Keine Ahnung, ob wir alle Drachen befreien sollen. Machen wir es einfach mal. So, was bauen wir uns denn da Schönes draus? Ah, ein Kopf. Und der Kopf gehört bestimmt da oben rauf. Perfekt. So, ab nach Hogsmeade. Ich bin schon gespannt. Was kann man hier machen mit Lampen? Lustig. Was ist das? Ah, okay. Kann er alle Schlösser öffnen? Oh, den haben wir nicht mehr, okay. Er lacht die ganze Zeit. Was kann ich denn mit diesem Getränk hier machen? Mal da reingehen? Da ist noch einer draußen, okay. Da, deine Tasse? Ah, okay. Ein paar Leuten helfen nur anscheinend, ne? Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt haben wir noch 2 Figuren, die wir helfen müssen. Oh, ach Quatsch. Ah, das ist schon wieder ein bisschen witzig. Er friert. Sie braucht Blumen? Ah, warte mal. Okay, müssen wir kurz gucken, was wir hier machen können. Mal schütteln ordentlich, es kommt alles raus. Ein Skelettmensch.
Okay. Ach, guck mal, ich kann die ganzen Sänger wegmachen hier, okay. Der nervt jetzt ein bisschen da, aber was soll's. So, machen wir die ganzen Blätter weg hier? Das was bringt, weiß ich nicht, aber wir machen es einfach mal. Und da auch nochmal. Okay, und da können wir wieder was zusammenbauen. Ach so, das ist für unser Getränk, ne? Also, was wir uns sozusagen machen könnten. Wir brauchen ein Stärkungsgetränk, um da hinten ranzukommen. Aber wo haben wir denn hier irgendwo so ein... Haben wir denn hier irgendwo einen Topf? Da ist der Topf! Wie krieg ich ihn runter? Oder auch nicht. Okay. Sie brauchen ein paar Blümchen, die sind ja hier hinterm Wagen. Da kommen wir noch nicht ran. Rein können wir auch nicht, ne? Nee. Komm, wieder zusammenbauen. Macht auch nicht so viel Sinn, ne? Aber naja. Wo kriegen wir denn jetzt so ein... Der Quippler. Okay, so, was machen wir denn jetzt? Das wird ist gerade ein bisschen knifflig, weil ich den Topf sehe. Ich wüsste auch, wie ich das Stärkungsgetränk machen könnte. Aber hier liegen ja die ganzen Sachen. Ah, wir kriegen jetzt da oben runter. Ach so, okay, so geht's auch. Das ist das Ding, was er braucht. Bitteschön. Da freut er sich. Ah, da hat er einen Topping getan. Super. So, jetzt geht's los. Und den hier noch. So, jetzt kriegen wir mein Zaubergetränk. Und den machen wir gleich kaputt hier. Und hier geben wir ein paar Blümchen. Komm her, da freust du dich. Zack, auch erledigt. Mehr wollt ihr nicht haben, ein paar Blümchen. Wir brauchen einmal Hermine und ihr Haustier. Das und dann machen wir die Röhre hoch hier.
um das Buch runterzuholen. Achso, warte. Da sind die Teile. So. Müsste doch zusammengelegt werden können, oder nicht? Und da hoch. Zack, jetzt sind wir im Eberkopf. Perfekt. So, cool. Aber genau hier machen wir auch Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.